hier gleich einen richtigen Platzig und einen Wobereit. Wo sind sie, die beiden? Denn da oben stehen sie schon. Wir begrüßen den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Herrn Platzig. Und wir begrüßen den Bürgermeister, den Regierenden der Stadt Berlin, Wobereit! Was für eine nette Begrüßung für den Mann, der tausendmal eingeladen wurde und nicht kommt. Was bleibt uns übrig? Wir haben die beiden hier oben und Sie alle wissen, die beiden Herren träumen, die träumen von einem großen Drehkreuz mit noch einer Landebahn und noch einer Start- und Landebahn. Und diese Träume, die werden jetzt zerplatzen wie Seifenblasen in diesem Moment. Seifenblasen unseres Regierenden. Und ich glaube, wir können eine Menge bewegen. Es werden immer mehr überall. Und wie krass das Ganze ist, das hat man gesehen im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Man hat fast 3 Stunden lang über die Wirtschaftlichkeit des Standortes Schönefeld, des Flughafenprojektes gesprochen, aber nur 5 Minuten über die Gesundheit der Menschen, die da unten leben, schlafen wollen, die zur Schule gehen. Das müssen wir verhindern. Bitte, zeigt nochmal, dass ihr alle da seid. Wir haben hier viele Kameras. Politik wird nicht gewählt, damit sie ihre Bürger quält. Alle! Politik wird nicht gewählt, damit sie ihre Bürger quält. Politik wird nicht gewählt, damit sie ihre Bürger quält. Politik wird nicht gewählt, damit sie ihre Bürger quält. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Aktionsbündnis für ein lebenswertes Berlin-Brandenburg und wir haben die Demo hier heute organisiert. Wir fordern für den zukünftigen Großflughafen in Schönefeld erstens ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Zweitens, wir fordern umfassenden und hochwertigen Schallschutz für die Schwerstbetroffenen vor Inbetriebnahme. Und drittens, wir wollen in Schönefeld kein internationales Drehkreuz und auch keine dritte Startbahn. Das Aktionsbündnis setzt sich auch dafür ein, dass wir gemeinsam mit Ihnen allen einen bundesweiten Protest gegen Fluglärm starten für einen Ausstieg aus dem Nachtflugverkehr. Es ist längst Zeit dafür!